Allein das Flattern der Segel und das Ächzen und Knarren der Spanten und Schiffsplanken drang durch die Stille des Bohrengrunds. Allein am Bug des Flaggschiffes, der Glutherz, stand Dagon Lolona, Korsarenadmiral von Charybso. Das morsche, mit Muscheln und Algen bewachsene Werk einer alten alantvardischen Galeere ragte Backbord zur Hälfte aus dem Wasser. Knapp unter der klaren Wasseroberfläche voraus, vor einer schmalen Passage zwischen Felsklippen und Untiefen, lagen die Überreste einer Kogge. Erneut blickte er auf die blauschwarze Karte aus getrockneter Tentakelhaut und mit ihren perlmuttweißen, fein gezeichneten Navigationslinien, die eine geheime Passage durch die gefährlichen Untiefen des Bohrengrunds skizzierten. Zwei gekreuzte Klingen markierten einen geheimen Treffpunkt. Anfang Fex war ihm diese mysteriöse Karte von einem Boten des Meeresheptarchen Darion Palikan als Einladung zu einem konspirativen Treffen über die künftige Herrschaft des Perlenmeers überbracht worden. Dagon Lolona hatte der Botschaft wenig Aufmerksamkeit geschenkt, denn zu jenem Zeitpunkt hatte sich die Piratenflotte von Charybso unter seinem Kommando der Alanfanischen Armada bei deren Kriegszug gegen das Horasiat angeschlossen, um reiche Beute auf den Zyklopeninseln zu machen. Doch das Unternehmen hatte in der gigantischen Seeschlacht von Phrygaios in einer Katastrophe geendet. Und nur dank seiner Erfahrung hatten die meisten Piratenschiffe dem Untergang entkommen können. Von der versprochenen Beute aber hatten sie lediglich die selbst erbeuteten Prisenschiffe errungen, denn an der Plünderung Syllas hatte das Imperium die Piraten von Charybso nicht beteiligt. Nur die verrottende Leiche eines horasischen Kapitäns, die er als Galionsfigur unter dem Bugspriet hatte nageln lassen, ließ ihn den Erfolg der letzten Monde spüren. So war Dagon zum Ende des Jahres wieder ausgelaufen, um rechtzeitig zu den namenlosen Tagen den geheimen Treffpunkt im Boronsgrund zu erreichen. Steuerbord 2-, flüsterte er. Augenblicklich wurde der Befehl über das Deck gerufen und vom Steuermann beantwortet. Steuerbord 2-! Behäbig drehte sich die Glutherz und schob sich knapp an die Galeere und den scharfen Felsen, an denen diese einst zerschellt war, vorbei. Kurz darauf schrappte der Kiel des Piratenschiffes dumpf über die zwei Masten der versunkenen Kogge, die zerbrach und lautlos in die Tiefe sank. Dann schob sich die Glutherz in die enge, von Tang halb verdeckte Felsspalte vor ihnen. Nach langer Dunkelheit lichtete sich der Tankvorhang und das Schiff fuhr in einen riesigen, durch hochaufragende Inselfelsen vom restlichen Archipel abgeschirmten Vulkansee. Doch als Dagon sah, welche Schiffe dort bereits vor Anker lagen, griff er instinktiv nach seinem Säbel. Ganz offensichtlich waren sie soeben ins Herz der Niederhöllen und sämtlicher Erzdämonen der Meere gefahren. Drei, vier, nein, fünf der gefürchteten schreckensbringenden Dämonenarchen hatten sich hier im heißen Schein der Mittagssonne versammelt, eine größer und unheimlicher als die andere. Zwischen den Ungetümen, die wie lebendige, verwachsene Wurzelwesen mit ihren borkigen Spinnenbeinen auf dem Wasser standen oder wie riesige, faulige Baumstämme nur wenige Schritte aus dem Wasser ragten, tauchten große Krakenwesen auf, die in diesem Moment in majestätischem Auf- und Abtauchen auf Dagons Schiff zuschwammen, es lautlos umringten und in die Mitte des Vulkansees geleiteten. Dort thronte, einem Giganten der Meere gleich und alle anderen Archen bei weitem überragend, die mit Geschützbauten bestückte und von drei Seeschlangen gezogene Plagenbringer. Das legendäre, mächtige Flaggschiff Darion Palligans, zu dem die meisten der anderen Schiffsungetüme gebührend in Abstand hielten. Nur eine Arche, deren verwachsenes Holz im Sonnenschein schmutzig golden leuchtete, lag behäbig direkt neben der Arche des Heptarchen. Unter den anderen kleinen Ungetümern entdeckte Darion auch die ominöse, entfernt der Form eines Torvaler Langschiffs nachempfundene Knochenotter. Erwachsen aus den bleichen Knochen toter Riesenseeschlangen. Wrack, spuckte er den Namen des ehemaligen Anführers des Bunds der schwarzen Schlange verächtlich aus. Was war das für eine Falle? Doch sein Instinkt widersprach diesem Gedanken,
Nein, hier schien es sich um etwas viel Größeres zu handeln. Der Korsarenkapitän wandte sich grimmig und mit unzufriedener Miene zu seiner Mannschaft um. Jeder einzelne von ihnen hatte bereits mehrmals dem Tod ins Gesicht gespuckt, doch jetzt standen sie unsicher auf den Planken der Glutherz und warteten auf seine Befehle. Seine Augen musterten die sieben treuesten und skrupellosesten Frauen und Männer, die sich fassten, ihm grimmig zunickten und sodann ins Beiboot zu Wasser ließen. Er blickte hinüber zu einem kleinen Felsufer, an dem bereits einige Boote verteut waren. Zurückgelassene Ruderer und Bewaffnete, Menschen, Krakonier, selbst zwei Homerier bewachten einen Höhleneingang. Die dazugehörigen Piratenführer und Archenkapitäne mussten sich bereits in der Grotte befinden. Der gefürchteste Pirat der Charybdik konnte nur schwer seinen Unmut verhehlen, dass er ganz offensichtlich nicht der Einzige war, den Darion Palikan zu diesem Treffen gebeten hatte. Ein gutes Dutzend der finsteren Dämonen, Archenkapitäne und Piratenführer des Perlmeers hatten sich in der sich nur spärlich in unwirkliches Licht getauchten Höhle versammelt. Jeder von den anderen misstrauisch beäugt. Selbst ein feuchtglänzender Krakonier mit saugnapfbestücktem Priesterstab und einer kaltblickenden Echsenpriesterin mit schwarz-blauen Schuppen waren zu dem ungewöhnlichen Treffen erschienen. Ihre Blicke richteten sich angespannt auf Dagon, manche furchtsam, andere dagegen ohne Regung. Viele der Anwesenden mussten schon lange mit dem dunklen Mächten der See im Bunde stehen, wie unschwer an ihrer Gestalt, ihrem Gestank oder anderen unheimlichen Merkmalen im Gesicht, Augen oder Händen zu erkennen war. Dagon sah die übergewichtige Chimena Ulgaal mit ihren zitternden Augen, die einst ihren Herren Xeran verraten und sich Darion Palikan angeschlossen hatte. Gekommen waren auch Kyrene, die Seelenfänderin, und Starkhart Eisenwind, der gefürchtete Torvaler Piratenkoloss mit dem eisgrauen Bart. Und natürlich der alte Admiral Vrak, der ihn jedoch nur kurz mit einem kalten Blick aus seinen tiefblauen Augen von oben herab musterte, bevor er dem dunkel geschuppten Echsenpriester einige warnende Worte zuwarf, die dieser allerdings ohne jegliche Regung hinnahm. In der nachtblauen Dunkelheit aber, auf einem zerfallenen, grüngrauen Thron, der vor Jahrtausenden von einem krakonischen Unterseevolk aus steinernen Tentakeln gefertigt worden sein musste, saß ihr Gastgeber. Eine hagere Gestalt mit ausgezehrtem Gesicht. Darion Palikan, Herr der blutigen See und der Mächte der nachtblauen Tochter. Über zwei Jahrzehnte war es jetzt her, dass sich ihre Wege einmal während einer Hetzjagd gekreuzt hatten. Doch was war aus diesem ehemaligen ananfanischen Großadmiral geworden? Die dunklen Augenhöhlen, aus denen beständig schwarzes Wasser sickerte, schienen blind und undeutbar. Ein gestaltloser, nasser Schleier umhüllte ihn fast vollständig und vermittelte den Eindruck, dass er ständig in Bewegung war, obwohl er doch reglos auf seinem Thron saß. Es war beklemmend still. Kaum einem der Anwesenden schien wohl dabei zu sein, schutzlos im Kreis von Konkurrenten, Verrätern oder gänzlich unbekannten Machtgestalten zu stehen. Dagon erging es kaum anders. Er fragte sich, was Darion Palikan mit diesem Treffen beabsichtigte. »Die Herren erfreut es«, röchelte der gurgelnde, die kaum verständliche Stimme des Heptarchen plötzlich. »Dass ihr meiner Einladung gefolgt seid.« Langsam wandte er den schmalen, verzerrten Kopf von einem zum anderen. Als Darions Blick schließlich auf ihm verharrte, spürte Dagon Eiseskälte, obwohl die Höhle feuchtheiß war. Die Luft schien sich wie brackiges Wasser in seine Lungen zu ziehen. »Die Göttin ist erwacht«, drang es weiter aus Darions wassergefüllter Kehle. »Sie hat zu mir gesprochen und fordert Geschlossenheit unter ihren Dienern. Sie hat mich erwählt, euch unter meiner Führung zu vereinen. Dann wird es uns bestimmt sein, die Tentakel der Charybdorot wieder aus der Urtiefe zu erwecken.« »Ihr seid nicht der einzige Diener der Herren«, sprach Vrak mit tiefer, heiserer Stimme. »Und wie ich hörte, hat Arachnor von Scheurina euer Angebot bereits abgelehnt.
Habt ihr uns mehr anzubieten als ihm? Chimena Ulgar, die dicht neben Darions Thron stand, trat hervor. Habt ihr in diesem Rund nicht bereits genug Feinde, Frack? Glaubt ihr, eure Niederlage gegen die Sulman al-Nasori ist uns verborgen geblieben? Ihr wässriger, unruhiger Blick suchte den schwarzgeschuppten Hexenpriester, dessen violetten Augen zum ersten Mal kalte Regung zeigte. Ist es nicht nur noch eine Frage der Zeit, bis eure sterbende Knochenotter wieder Ruhe im Friedhof der Seeschlangen finden? Oder von der Stadt aus der Tiefe einverleibt wird? Seht her! Darion Paligans Stimme drang wie eisig schneidendes Wasser tief unter die Haut. Er streckte die Handflächen nach vorne aus denen jäh dunkles Wasser herausquoll. Mehr und immer mehr. Doch anstatt es auf den Boden fließen zu lassen, vereinte er beide Wasserquellen zu einer einzigen Kugel. Dann zog er die Flüssigkeit auseinander und formte binnen Augenblicken ein Schwert aus Unwasser. In einer einzigen Bewegung ergriff er das Heft und rammte die Klinge in den steinernen Boden. Stein splitterte, die Kapitäne und Piraten sprangen erschrocken zurück. Dann zerfloss das Schwert, übrig blieb ein Loch im Höhlenboden. Darions Augenhöhlen musterten jeden. In unseren Händen halten wir nicht nur die Macht, die Meere untertan zu machen und eine neue Ära unserer Herren zu begründen. Ein leises Gurgeln entstieg seiner Kehle. Nein, ich sah Dinge, die jenseits allen Denkbaren liegen. Wir könnten selbst Herren über das Element werden. Es gibt diese Macht, das Elixier allen Seins mit seinen eigenen Händen zu formen und zu gestalten. Lasst uns eine Armada der tiefen Tochter erschaffen. Nur gemeinsam sind wir der Tridekapus, der Aventurien in das Zeitalter der nachtblauen Tiefe stürzen kann. Dagon fürchtete weder Paktierer noch dämonische Mächte, doch ihm bereitete der Gedanke Sorgen, dass der Heptarch offenbar mehr Ambitionen hegte, als nur über die blutige See zu herrschen. Es schmeckte ihm gar nicht, vielleicht eines Tages die Charyptik mit Darion Paligan zu teilen. Für einen kurzen Augenblick faszinierte ihn die Idee, alle hier Versammelten in einem einzigen wahnsinnigen Schlag zu bohren, zu befördern und sich selbst zum neuen Kapitän einer ganzen Archenflotte aufzuschwingen. Seine Finger umtänzelten verspielt den Griff seines Säbels. Doch plötzlich spürte er ein leichtes Beben des Bodens und ein schmerzhaftes, kreischendes Sirren, wie von einem gewaltigen Insekt, drang von draußen herein. Die Garde und Kämpfer der Paktiere und Piraten stürzten mit erschrockenen Gesichtern in die Höhle, darunter auch Dagons eigene Leute. »Kapitän! Ein weiteres Archenmonstrum! Mit Flügeln! Es ist soeben gelandet!« Ein Raunen ging durch die Höhle. Er verstand nicht. Hatte jemand alle hier in eine Falle gelockt? Dagon zog nun tatsächlich seinen Säbel, andere taten es ihm nach. »Paligan!« rief Wack entzürnt. »Was soll dieses Charadespiel?« Doch der Heptarch antwortete nicht, sondern erhob sich ebenfalls zögernd und erwartungsvoll. Das dämonische Sirren war verklungen. Angespannt und kampfbereit spähten sie alle in die Dunkelheit des Ganges. Dort kam jemand. Dagon Dolona wich einige Schritte zur Seite, um den Neuankömmlingen schnell in den Rücken fallen zu können, falls es die Situation erforderte. Es war eine menschliche Gestalt, von kräftigem männlichen Körperbau, verhüllt von schwarzem Bärenfell, das Gesicht vermummt. Nur zwei blaue Augen loderten aus den schwarzen Stofffalten. »Warst nicht du es, Darion Paligan, der zum Bündnis aufrief? Nun, hier bin ich.« Der gestaltlose Mantel des Heptarchen bäumte sich wie in einer starken Böe. »Ich habe euch nicht gerufen. Wer seid ihr?« »Ich bin der Streiter der großen Schlange, die mir ihre Macht offenbart hat. Ich bin der letzte Verkünder alten Wissens, der Jäger des weißen Wals und der Herr der Hornlibelle.« Ein erstauntes, ungläubiges Raunen erhob sich in der Höhle. »Ihr wollt die legendäre geflügelte Arche gebändigt haben?« fragte Chimena Ulgal mit aufgeregt zitternden Augen. Sie wurde diesem Anblick erst wieder Herr, als sie gierig die fauligen Eingeweide eines pervertierten Krebses aus ihrer Hand schlürfte. Einige Paktierer wichen weiter zurück, andere zollten dem Fremden eine respektvolle Geste. Nur Darion Paligan blickte weiter ohne Regung aus schwarzen Augenhöhlen,
in die strahlend blauen Pupillen des unerwarteten Gastes. Das klingt imposant, röchelte er fast unverständlich aus seiner Kehle. Doch habt ihr auch konkrete Taten vollbracht, die dieser Bund wertzuschätzen wüsste? Ich habe Aslai Phileason Fogwulf, den großen Seefahrer der Torvala, auf den Grund des Talassion geschickt, wo er auf ewig verfaulen möge. Aus seinem Fellumhang zog der Fremde mit stinkenden Algen bedeckt ein Breitschwert, dessen Griff eine aus dem Elfenbein geschnitzte Wolfsfigur zierte, und warf es den Anwesenden vor die Füße. Selbst Dagon erkannte Fieris, die berühmte Klinge des seit langem verschollenen Seefahrers. Zum ersten Mal verzerrte sich Darions lageres Gesicht zu einem leichten Lächeln. Ich sehe, meine Herren hatten mir mit euch einen ihrer machtvollen Diener gesandt. Genau zur rechten Zeit. Die Zeit ist noch nicht gekommen, Darion Palligan. Aber bald werden wir die Herrschaft über die Meere erringen. Doch zuvor höre meine Forderungen.